Spider-Man Homecoming, Infinity War, Agents of Hydra und Guardians Telltale Game. Das geht ab im Fandom. Willkommen zu Marvelous Supreme. Im Zuge der CinemaCon Spider-Man Homecoming Veranstaltung gab es ein Interview mit Amy Pascal, wo sie nicht nur betont hat, wie krass dieser Spider-Man-Film sich von den Vorgängern unterscheiden würde, sondern sie deutete auch an, dass nach der Sequel zum Film die Zusammenarbeit zwischen Sony, Disney und den Studios ein Ende finden könnte. Zumindest klang es stark danach. Abgesehen davon, dass es einem irgendwo den alten Sony-Angstschweiß auf die Stirn treibt, wirft die Aussage so viele neue Fragen auf. Wie erklärt man im festgeplanten dritten Teil dann die plötzlich eigenständige Welt? Kann so eine Figurenübersetzung dann überhaupt funktionieren? Rutscht Spidey dann ins bis dahin wahrscheinlich existierende Sonyverse und. Es ist auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil sie zuvor den reinen Produktionscode zwischen den Studios betont, nur um dann allen damit Angst zu machen, dass dieser Spider-Man das MCU wieder verlassen wird. Hoffen wir, dass es da rechtzeitig noch Gespräche zwischen den beteiligten Parteien über eine erfolgreiche Lösung für alle gibt. Infinity War nimmt seit einigen Tagen jetzt richtig Fahrt auf. Immer mehr Schauspieler stoßen dazu, wie kürzlich Karen Gillan, Elizabeth Olsen, Paul Bettany und Jeremy Renner. Auch Stan Lee hat wohl bereits jetzt seinen Cameo für die beiden Russo-Filme abgedreht, wobei einer davon ja angeblich zuvor schon von James Gunn geleitet und fertig gemacht wurde. Auf jeden Fall haben wir momentan einen ordentlichen Push mit einem durchgemixten Team und es gab erneut Setbilder und auch ein Video, wo die Anwesenheit von Corvus Glaive bekräftigt wird. Ich halte mich mit finalen Aussagen da zwar noch zurück, aber die Chancen auf die Black Order steigen jetzt doch gewaltig. Die Agents of S.H.I.E.L.D. sind zurück. Ab heute Nacht begeben wir uns in den finalen Pod der Staffel. Abgesehen davon, dass wir noch immer keine Informationen zur Zukunft der Show haben und fast alle Beteiligten bisher wahnsinnig ruhig bei genau diesem Thema sind, bekommen wir mit den Agents of Hydra ein jetzt schon spannendes What-If-Szenario, wo Hydra erfolgreich war und unsere S.H.I.E.L.D.-Größen in einer dementsprechend anderen Welt leben. Egal, ob das Lehrer Phil Coulson ist, der gegen die Inhumans hetzt, oder Fitz, der scheinbar als klassischer Hydra-Wissenschaftler seine Macht genießt. Die Welt im Framework wird uns definitiv eine interessante alternative Realität bieten und Ada-Darstellerin Mallory Jansen darf uns darin eine alte Marvel-Figur zum Leben erwecken, und zwar keine geringere als Madame Hydra. Laut Whedon und Tankerone soll sie der virtuell zurückgebrachten Organisation eine Note verpassen, die wir zuvor aus dem MCU noch nicht gekannt haben. Mal schauen, ob sie das wirklich im Framework so hinbekommt. Und zum Schluss haben wir noch kurz vor der Veröffentlichung den offiziellen Trailer zum Guardians of the Galaxy Telltale Game. Schaut erstmal nicht schlecht aus, hat die Nova Corps dabei, Thanos scheint der Big Bad zu sein und unsere neueren Guardians haben soweit alle ihre inzwischen bekannten Styles bekommen. Es wirkt alles stark nach, man nehme den ersten Guardians-Film, ändere ein paar kleine Elemente und et voilà, hat man ein Telltale-Game. Was mir allerdings besonders gut gefallen hat und was das Spiel scheinbar auch unabhängig gemacht, ist der Auftritt vom Mad Titan. Es kommt also zur direkten Konfrontation zwischen Thanos und dem Team, was hoffentlich so gut wird, wie es im Trailer angedeutet wurde. Stiltechnisch bewegen wir uns auf dem Level vom Game of Thrones Telltale Game, was für diese Spiele gut zu funktionieren scheint. Nochmal die Erinnerung an dieser Stelle, dass Episode 1 davon am 18. April für PlayStation 4, Xbox One, PC, Android und iOS erscheint. Das war's dann auch für eure Fragen und Kommentare. Sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.